Ja, jetzt also guten Abend, liebe Leute. Wir sind wieder zurück und jetzt Sie sehen meine Computer. Ja, also erstens, Sie hatten die Arbeitsausgaben. gemacht. Wie das war, haben Sie das gelesen? Ja. Was denken Sie daran? Erzählen Sie mich kurz. Ich hab jetzt endgültig verstanden, warum das so ein Skandal war oder so ein Problem war, dass Saul König geworden ist, weil er aus dem Stamm Benjamin ist. Das zum Beispiel. Das ist zum Beispiel. Aber was ist wichtig für uns, genau die Mangelhaft oder keine Königs oder überhaupt der Grund. Wie gesagt, König im Tanach ist es nicht unbedingt eine monarchistische ja, ba-ba-ba Idee. Es ist eine einfach organisierte Stadt, eine normale Stadt. Ja? Ich habe schon erzählt, ja, bis 20. Jahrhundert bis Anfang Erster Weltkrieg, völlig und total die ganze Welt, vielleicht außer Frankreich und USA, ja, die ganze Welt war monarchistisch. Mit diesem und anderen König, es könnte Patriarch sein, Sultan, Zar, es ist egal, der König. Ja? Okay, also in diese letzten drei Kapiteln von der Richterbuch, sie erzählen, dass über keine König. Und das ist genau, passen Sie auf den Anfang und die Ende von der ganzen Geschichte. Also erster Satz Richter 19 und der letzte Satz Richter 21 wird bei mir im Melech Israel in jener Zeit, da kein König im Israel war. Und wieder, es ist keine gute Punkt. Es ist eine tiefeste Punkt. Ja. Okay, also jetzt die Geschichte, dass ein Mann aus dem Stamm Levi, der Hinterseite der Gebirgs Ephraim wohnte, sich eine Nebenfrau nahm aus Bethlehem Juda. Okay, also jetzt zwei Punkte. Stamm Levi, das heißt, was, warum lebt er nicht im Levi-Land sozusagen, sondern lebt im Ephraim, Hinterseite der Gebirges. Also Ende der Welt sozusagen, Ende der Berge. Livy hat kein eigenes Land. Ja, ist es gut oder nicht? Für die Leviten ist es nicht gut. Doch, es ist gut. Die Leviten, sie waren eine hochständige Leute sozusagen. Sie wurden Lehrer und Rabbiner damals. Okay? Also, sie haben bekommen viele Spenden. Also, das, doch, sie waren keine landwirtschaftlichen Leute. Aber sie waren geistliche Leute, die Leute des Gottes. Und wir sehen gleich, dass dieser Mann von Levi stammt. Er ist nicht arm, mindestens sagen, er ist reich. Sehen Sie von dem Text, dass der Mann ist reich, der Mensch ist reich? Okay, wir sehen bald. Okay, also ein Levi ist ein Statut. Er lebt im Gebirgs Ephraim. Und Nebenfrau, ich habe erzählt, letztes Mal, heute ist es komplett verboten, damals das war erlaubt. Von dem Text ist es unklar, ob diese Frau ist zweite Frau, ob überhaupt gibt's, existiert die Hauptfrau. Ja? Es ist unklar, wir wissen nicht. Wieder die Vermutung ist, dass doch, wenn es die erste Frau, dass sie soll die Hauptfrau geworden, oder? Also, wir vermuten, es gibt eine Hauptfrau. Sie einfach steht nicht in dem Text. Okay, also die Nebenfrau von Bethlehem Juda. Bethlehem Juda, das kennen wir, wo liegt Bethlehem Juda? Ja. Das ist unsere Karte. Bethlehem Juda ist südlich von Jerusalem. Okay? Also heutzutage, die Stadt hat sich vergrößert, die Gilo, die südliche Gebiet von der Stadt, sieht direkt vom nördlichen Quartal von Bethlehem. Und das war schon viele Geschosse, es war viele sicherheitliche Probleme deswegen. Ja. Aber im Prinzip es ist quasi eine große Jerusalem-Raum sozusagen. Okay, Bethlehem Juda, im Ordnung, im Ordnung. Also, er lebt im Bethlehem Aglili. Ja?
Also muss man nicht vermischen. Genau wie in Deutschland gibt es unterschiedliche, weiß nicht was, Neustadt. Ja? Gibt es 1 Million neue Städte in Deutschland, im Österreich? Okay, andersrum. Straßburg gibt es mehr von eins. Ja? Ich wohne von Französisch, damals mal deutsche Straßburg. Und am Mecklenburg von Pommern gibt es eine kleine Straßburg. Kennen Sie? Ja. Offenbach. Ich kenne, ich besuche dort einmal im Vierte. Offenbach, gibt es 4 Offenbach in Deutschland. Offenbach am Main, Offenbach am Quer, da. Also es kann sein, was passiert, die gleiche Name mit unterschiedlichen Regionen existieren, die Städte. Ja? Und deswegen wir uns unterschieden in Europa mit den Flüssen, oder? Offenbach am Main, Offenbach am Quer, Queisch und so weiter. Diese Geschichte, Bethlehem von Juda, Stamm, Galiläa, andere Gebiete. Also das ist der Weg von diesem Mann. Bethlehem Galilee, es ist definitiv kleinere Stadt. Bethlehem Juda, es ist ein Hauptstadt. Von wem? Vom Stamm Juda. Mhm. Der König David stammte von diesem Stadt. Also Bethlehem Aglili, es ist sein kleiner Bruder, etwa so. Er ist prinzipiell nicht so weit vom, existiert auch heutzutage, von Haifa, von Kiryat Tivon, dort. Dort ist auch heute Autobahn 6, eine schnelle Autobahn. Diese Stadt noch existiert im Joshua-Buch. Im Buch Joshua, das ist dem Stadt. Bethlehem Aglilit existiert auch heute, viel Archäologie. Es steht erstens mal im. Ein Moment. Es steht im Buch hier. Buch Joshua, Kapitel 19, Satz 15. Okay? Also es ist eine bekannte Stadt. Gut. Und dann, er hat eine Nebenfrau. Seine Nebenfrau wurde ihm untreu und ging von ihm weg in das Haus ihres Vaters nach Bethlehem Juda. Sie blieb daselbst 1 Jahr und 4 Monate. Also eine Trennung. Ja? Eine Trennung. Der hebräische Text spricht schärfer über die Frau, wenn es ist die deutsche Besetzung. Untreu. Okay, sie hatte eine Affäre. Ja? Mindestens. Auf Hebräisch ist Reishi ging los auf die Frau. Er sagt, einen Moment, aha. Er sagt, dass, ja, dass, was ist Nelaf Pelakscho, okay, die Wurzel auf Hebräisch, Lesnot, es ist eine Hure sein, okay? Also das heißt, es ist mehr von einer Affäre. Und Rashi schreibt das direkt raus, die Haus von die Herr rauskommen und lieben anderen, im Plural. Im Plural, also nicht eins, kann sein mehr. Okay. Also es ist ein Skandal. Ja? Okay. Und ihr Mann machte sich dann auf und ging ihr nach, um ihr zu reden und sie zu zurückbringen. Kann sein, Liebe? Kann sein. Und sein Knabe war mit ihm und ein gespannt Esel. Was lernen wir von diesem Satz? Ist es ihr Sohn? Wer? Der Knabe? Nee, der Knabe ist eine Diener, eine Mitarbeiter von der Levit, von diesem Levimann. Mhm. Wir lernen von dem Satz, dass der Mann ist reich. Okay. Also erstens auf Hebräisch steht, dass Zemet Hamorim, zwei Inseln, oder? Zwei, nicht eins. Wozu? Einen für sich und einen für die Frau. Für Zukunft. Okay. Also im
Übersetzen, Esel, es ist eine VW, ein Auto. Okay, okay, kein Mercedes, kein BMW, also es ist kein Pferd, aber doch, es ist eine Esel. Ja? Also viele Leute gehen zu Fuß und mit Fahrt suchen. Okay, also diese Knabe, diese Diener, was soll er sein, dieser Junge? Er ist ein Fahrer. Er fährt diese Insel. Das heißt, der Mann hat viele unterschiedliche Diener zu Hause. Jemand eine Gärtner, jemand eine, weiß nicht was, Frau, die Putzfrau, verstehen Sie? Also einfach versteht man, dass der Mann ist nicht arm, er ist reich. Okay, er ist vielleicht kein Oligarch, ist, aber doch, er ist keine arme Person. Das ist es erklärt, warum die Frau ist Nebenfrau. Was haben wir letztes Mal gesagt? Dass die Nebenfrau hat keine Erbe. Ja? Es ist eine, heute wir nennen das bürgerliche Ehe. Wie sagt man das bürokratisch heutzutage? Also ich kenne es aus dem östlichen, also bei den Orthodoxen gibt es die sogenannte morganatische Ehe. Also das ist eine keine Nebenehe, das ist eine volle Ehe, aber die ist nicht, also die Kinder sind nicht erbberechtigt. Ja, okay, es ist ja, eine de facto Ehe, aber nicht de jure. Mhm. Und das ist genau, was das jüdische Gesetz sagt, der Halacha sagt über diese Nebenfrau, über diesen Pilegisch. Ja, also es ist volle Frau, die Kinder sind Kinder, das gehören zum Beide, ja, wie heute sagen, die Rechte, ja, die Elternsrechte, ja, Erzogenrecht und so weiter, ja. Also manchmal kann sein, dass die Kinder gehören nicht nach den Eltern. Zum Beispiel eine Jude verheiratet eine Nicht-Juden, die Kinder Nicht-Jude ist als Konsequenz. Und dann Talmud sagt, die Kinder gehören nicht zum Vater. Jüdisch sozusagen. Natürlich, menschlich, ja, keine Frage. Aber wir sagen, die jüdische Linie ist gestoppt. Ja? Mhm. Und so weiter und so fort. Also kann man unterschiedliche Situationen mitbringen, wo die Kinder gehen nicht nach dem Vater und nicht nach der Mutter. Jetzt in dieser Ehe ist es alles gut. Wir haben gesagt, die Frau, sie trägt die Schaden. Ja? Sie ist keine Sicherheit, ja. Einfach, oder Liebe, ja, wir mögen nur Liebe, keine Bürokratie, ja, oder jemand will sein Geld sparen, ja, und denkt, was passiert noch 20 Jahre. Das vermutlich die Situation von dem diese Leviten, okay? Okay, jetzt, er kommt zu seinem Schwiegervater, der Vater der jungen Frau. Die hebräische Text sagt Nara, eine Teenagerin sogar. Okay, wir kennen das damals. Es könnte eine frühe Ehe sein, ja. Nicht unbedingt 18 Jahre alt, kann sein 16, 14 oder so. Okay, sie ist nicht alt, auf jeden Fall. Okay, und kann sein, dass diese Affäre, und die Affäre im Plural, das hat sie, das ist mit die gleiche Alt. Ja, die Leute, die echt suchen die Liebe, versprochen, sie zum echte, vollständige Frau akzeptieren, ja? Nicht als eine Nebenfrau. Also kann man auch vermuten, ein bisschen der alter Unterschied zwischen diesen Leviten und der Nebenfrau. Aber in jedem Fall, dass dieser Schwiegervater, er ist sehr, sehr erfreut, diese Levit sehen. Ja? Mhm. So steht im hebräischen Text, also sie essen und trinken 3 Tage. Nicht einen Tag, es ist eine, weiß nicht was, eine kleine Geburtstag, 3 Tage. Es steht im Satz 3, weiß mach li roto, ja, und die Vater und die Frau freute sich mit ihm, ja. Interessant, dass es steht nicht über die Frau, dass sie freut mit ihm. Vielleicht wegen Schande, was hat sie getan?
Oder ist es eine problematische Ehe? Es ist schon eine problematische Ehe. Sie ist Nebenfrau. Das muss man direkt sagen. Okay. Im kurzen Essen und Trinken, am vierten Tage, er will gehen. Dann sprach der Vater, bleib mit uns. Ja? Okay. Das machen sie. Der Mann aber stand auf, um zu gehen, Satz 7. Da dran, im Sinn sein Schwiegervater, er übernachtete wiederum das selbst. Ja? Also, es ist unendliche Freude, unendliches Essen und Trinken. Am fünften Tage machte er, die Leviten, sich früh, okay, probiert früh auf und umzugehen. Da sprach der Vater zu der Frau schon dritte Mal. Labe doch dein Herz und verweile bis zur Neige des Tages. Und sie aßen beide. Passen Sie auf, essen aber nicht trinken. Weil, warum? Am ersten Mal, sie haben Essen und Trinken, heißt Alkohol trinken, die Wein. Und dann kann man schon kein Kraft oder kein Bock oder beides, keine Zeit. Ja, also, sie haben Essen und Trinken. Und trinken ist es nicht Coca-Cola, es ist auch. Es ist auf erster Linie Wein. Okay? Also, das heißt, dass dieser Schwiegervater, er wirklich freut sich sehr, diese Leviten. Und er könnte noch 20 Tage oder 30 Tage essen und trinken mit dem Essen und Trinken. Was denken Sie, warum? Das ist die Gründe. Ja, der ist einfach so glücklich, dass der Ehemann von seiner Tochter da ist. Ja, muss man verstehen, dass die eine Nebenfrau ist schon keine große große Ehre in Gesellschaft. Und noch? Wahrscheinlich als Levit ist er eine große Ehre für das Haus der Familie der Frau wahrscheinlich. Auch, ja. Aber kann man vorstellen, dass wir haben gesagt, dass Levit ist ein reicher Mann. Und der Vater will ihm mit dieser Ehe mehr von eigener Tochter. Verstehen Sie? Es kann seine Tochter schon hat diese Seite beschlossen von ihrem Leben. Aber der Vater will weiter. Kennen Sie, dass in armen Ländern wie Thailand die Leute verkaufen eigene Töchter zum älteren reichen Männern? Das passiert in Afghanistan, viele Leute, viele Plätze der Welt. Ja? Also es ist ein bisschen klingt in diese wieder. Es ist eine Spekulation, es ist ein Kommentar von mir, aber es kann sein. Ja? Es widerspricht nicht dem Text. Ja? Also wir haben keine Reaktion von der jungen Frau, vielleicht wegen der Schande, das hat sie getan und bereut. Aber der Vater will weiter, diese Ehe. Auf jeden Sinn, kann sein mit jedem Preis. Ja? Okay, also deswegen, er verlangt und verlangt diesen Aufenthalt von seinem Schwiegersohn sozusagen. Okay, der Mann stand auf, um zu gehen, er und seine Nebenfrau und sein Knabe. Ja, der Fahrer von der VW. Da sprach zu ihm sein Schwiegervater, die Vater der Frau, der Tag nimmt ab, er probiert wieder die gleiche Spiel spielen. Ja? Übernachtet doch, es ist die Neige des Tages. Übernachtet hier und lass dein Herz froh sein. Lass dein Herz froh sein, trinken wir wieder. Okay, das übersetzen, das ist fast direkt ausgesagt. Ja? Und mach euch morgen früh auf einen Weg, dass du nach deinem Hause gestehst. Wieder, er kann spielen ohne Ende. Der Mann aber wollte nicht übernachten. Er ist schon zweimal hat verlangt seine Aufenthalt. Er stand auf und ging bis vor Jebus. Das ist Jerusalem. Mhm. Und mit ihm ein Gespann, gesattelt Essel, auch seine Nebenfrau war mit ihm. Okay, er geht. Er geht, er will zu Hause. Okay, Jebus, es ist ein ursprünglicher Name von Jerusalem, das heißt, Jebusiten, eine von den 7 knanitischen Volke, die leben im Heiligen Land. Okay. Sie waren eben bei Jebus, also sie gehen mit unserer Karte, Moment. Das verstehe ich nicht, wenn die von Bethlehem nach Jebus, also Jerusalem gehen, das sind ja nur irgendwie so 8 Kilometer. Ja, das 20 kann sein, ja, aber nicht so weit. Aber wie, kannst,
Er will raus. Er will raus, er will nicht unendlich essen und trinken dort. Ja? Das ist der Punkt. Ja? Also er geht von Bethlehem Juda nach Jerusalem. Es ist nicht so weit. Ja? Mhm. Es ist 1-2 Stunden. Okay? Mit Insel, nicht zu Fuß. Mit VW. Ja? Okay. Also, und sie waren eben bei Jebus, als es spät am Tage wurde. Da sprach der Knabe zu seinem Herrn, komme doch und lasse uns einkehren in diese Stadt der Jebusi, dass wir darin übernachten. Das ist die erste Idee. Aber sein Herr sprach zu ihm, wir wollen nicht einkehren in die Stadt der Fremden. Das ist die kritische Worte. Die nicht von dem Kinderessen sind, sondern wir ziehen weiter nach Geva. Okay, das wird geklärt, das ist eine kritische Frage, richtig? Mhm. Also jetzt wieder zum Karte. Das er will weiter nördlich gehen. Heute es ist Givat Zev. Also ein bisschen nördlich hier. Ein bisschen nördlich von Jerusalem, in Geva Benjamin. Sehen Sie? Mhm. Okay, das ist irgendwo, also ein bisschen über Jerusalem. Okay. Also gibt es viele dort Viertel und Städte, Geva Zev, Geva Benjamin, die tragen diesen Namen, Geva. Okay. Geva Benjamin, wo diese Tragödie hat passiert. Okay, weiter. Also, dass der Herr vermutet, dass im Jebus es wird nicht gut übernachten, die fremden Leute, keine Sicherheit, wir gehen zum unseren Leuten, also Fremden, unseren. Ja? Dort wird besser. Wie es sieht aus, es war genau umgekehrt. Okay, da zogen sie weiter und die Sonne ging ihnen unter bei Geva, das Benjamin gehört. Okay, Jerusalem war auf die Grenze zwischen Judastamm und Benjamin. Da kam ein alter Mann von seiner Verrichtung vom Elde am Abend. Der Mann war vom Gebirge Ephraim. Oh, genau, die Leviten, lebt in diesem Land Ephraim. Weilte aber in Geva, wohnte, das Akribeisch steht, Vulgar Begeva, wohnte, seine Tippfehler. Die Männer des Ortes waren Benjamin. Okay. Er erhob seine Augen und sah den Wandersmann auf der Straße der Stadt, besser sagen, am Marktplatz, im Zentrum. Und der alte Mann sprach, wohin gehst du und woher kommst du? Okay, da erzählte ihm, wir ziehen von Bethlehem Juda, die Stadt von der Frau, bis an die Seite des Gebirges Ephraim. Von daher bin ich. Ich ging nach Bethlehem Juda. Das ist genau meine Karte. Ja? Zwei Bethlehem, ja? Nördliche Bethlehem, ja? Neben Haifa, Bethlehem Aglili, vom Bethlehem Juda. Okay. Gut. Und nach dem Hause der Herren gehe ich und niemand nimmt mich auf ins Haus. Okay, zwei Punkte. Wo ist Haus der Herren? Wo ist es genau? Okay, der Kommentar sagt, er geht zum Shiloh. Dort war die Bundeslade vor erste Tempel in Jerusalem gelegt. Okay? Also Shiloh, es ist natürlich nördlich von Jerusalem. Okay, Nablus, das ist Schem. Okay. Arabische Namen. Auf Hebräisch ist es Schem. Und Harbracha, Shiloh, Isol, Fartapuach, Eli. Also Shiloh irgendwie hier. Gedat Arel. Wir müssen eine inne Shiloh. Okay? Mhm. Okay. Also,
es, so ist nach Rashi, so ist auch nach seinem eigenen Geständnis. Ja? Also, wir wissen nicht, ob genau geht er nach Shiloh oder durch Shiloh zu Hause. Es ist egal. Ja? Was will er sagen? Ich bin ein Gottesmann, bitte hilf mir. Ja? Bitte um Hilfe, richtig? Mhm. Ich gehe nach Gottes Haus im Shiloh. Es kann sein auch, es ist ehrlich, es kann sein, es ist nicht ehrlich, es ist egal. Ja? Niemand nimmt uns zu seinem Haus. Ja? Also muss man verstehen, damals war kaum Hotels, es war kein Hotels. Ja? Warum? Es war kein Tourismus. Warum? Es war keine Sicherheit überhaupt. Deswegen, wir kennen Sie Benjamin von Tudela? Nein. Es ist ein sehr, sehr berühmter Reisender, eine Jude von Spanien, der hat bis China im, weiß nicht was, 12., 13. Jahrhundert, hat gereist und kein Buch geschrieben. Ja? Also damals, von Spanien nach Babylonien, mindestens reisen, es wird zum Mond fliegen. Verstehen Sie? Mhm. Das ist einfach unmöglich. Es fast 100%, du bekommst nicht zurück ins Leben. Muss man nicht sagen, mit deiner eigenen Kleidung, mit deinem eigenen Geld. Es sicher passiert nicht, 100%. Ja? Also deswegen, es ist passiert nicht. Ja? Also, wo wohnten dann die Reisenden, wenn es keine Hotels sind? Ja, bei anderen Juden. Bei anderen Leuten. Ja. Genau. Genau wie es war noch im 19. Jahrhundert. Es waren schon Hotels in den Städten. Ein bisschen Reisende, die reiche Leute konnten reisen. Aber normale Leute, normale normative Leute, ja, sie wohnten beim anderen. Muss man etwa bezahlen, nicht zu viel. Ja? Und die manche Leute, ja, sie übernachteten im Stall. Warum? Die Häuser waren so klein. Der normale Haus, auch im Dorf, war ein Zimmer Wohnung. Verstehen Sie? Also es ist alles. Auch Küche, auch Salon, auch Schlafzimmer, alles. Wir sind heute, wir leben gut. Ich sage nicht über die VW oder BMW. Vor dieser Stufe. Einfach Wohnbedingungen. Lesen Sie die Bücher von damals. Die Leute leben mit allen Kindern. Mit allen 5, 6, 20 Kindern. Es kann sein, vielleicht größere Zimmer, ja, nicht 5 Meter, aber doch ist es ein Zimmerwohnung. Also ist manchmal die Gäste auch schlafen dort, aber normalerweise, du kennst nicht diese Leute. Sie sind Fremde. Sie übernachten und schlafen im Stall. Es gibt viele Geschichten, wie Talmud erzählt solche Geschichten, ja, zum Beispiel, ja, du kennst nicht die Leute, du sollst helfen, aber du bist nicht sicher 100%. Also die Leute haben, die Besitzer, haben diesen Stall abgeschlossen, zum jeder Dinge, und wird nichts passiert in der Nacht, verstehen Sie? Das ist eine Empfehlung vom Talmud. Der Talmud sagt, dass die Leute sollten wirklich im Stall übernachten. Und dann ist es immer doppelte Bett. Und die Gäste sollen auf zweite, oberste Bett übernachten. Warum? Weil raus nimmt man die Treppe. Und dann ist es die Sicherheitsmenge. Verstehen? So nach da. Ganz einfach. Also, das ist die Formel, wie Leute damals haben übernachten ins Dimmel. Okay. Stroh und Futter ist vorhanden von unserem Esel. Wie gesagt, der Mann ist reich. Ja? Er hat nicht nur Autos und Mitarbeiter, er auch hat viel Essen. Also heißt auch Gelder. Er hat alles. Er braucht nicht um Essen und Trinken. Also er bringt keine wirtschaftliche Schaden sozusagen. Nur nimm uns zum eure Haus. Das heißt, dann die Zelten und die Wohnmobile waren noch nicht erfunden. Ja? Okay. Und auch Brot und Wein ist da für mich. Also Wein ist ein bisschen über dem Brot. Wir sagen heute
Brot und Butter, das ist ein Minimum. Er sagt Brot und Wein. Wein ist das Minimum. Verstehen Sie? Wein kostet Geld. Wein kann auch kaputt sein ohne Kühlschrank in der Welt. Richtig? Mhm. Er besorgt ihm überhaupt nicht. Er hat die Gelder. Also jede Zeichen sagen, er ist ein Reicher. Also Brot und Wein ist da für mich und deinen Markt und für den Knaben, der mit deinem Diener ist. Es ist an nichts Mangel. Nichts Mangel, wir haben das Geld und bezahlen für uns. Ja? Da sprach der alte Mann, Friede mit dir, lasse mich sorgen für deinen Bedarf. Er will auch ihm füttern. Er will auch etwa gut tun für diesen Mann. Vielleicht er kommt von seinem ursprünglichen Stamm, Freien. Nur auf die Straße übernachte nicht. Seine Bitte. Okay, er brachte ihn in sein Haus und mengte Futter für die Insel. Und sie, okay, es ist rein nach der Halacha, muss man erstens über die Tiere besorgen. Die Tiere können nicht über sich selbst besorgen und danach die Männer essen. Das ist klassische Halacha. Okay? Also, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken, wieder aßen und tranken, tranken Spiritus. Sie taten eben ihrem Herzen gütlich, da immerhin ruchlose Männer mit der Stadt des Hauses sich gegen die Türe drängend und sprachen zu dem alten Manne, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen, heraus, dass wir erkennen. Was erinnern uns diese Worte? Das ist die Geschichte von Lot. Das ist die Geschichte von Sodom. Das ist die Geschichte von Sodom, 1:1. Okay? Es kommt ein Gast und kommen die lokalen Leute. Wir wollen, dass wir ihn erkennen. Das heißt, vergewaltigen. Ein Homosexualismus. Der Mann, der Herr des Hauses, ging hinaus zu ihnen und sprach, nichts doch, meine Brüder, tut doch nicht böse. Genau wie Lot spricht zum Sodom Leute als Brüder. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen, verrückt nicht diese Schandtat, meine Tochter, genau wie die Lot, 1:1. Ja, Lot hat 2 Tochter, er hat meine Tochter, die Jungfrau, und seine Nebenfrau, wieder 2 Frauen, die will ich hinausführen, ihr möget sie bezwingen und tun an ihnen, was in euren Augen gut ist. Aber an diesem Manne tut nicht diese Schande. Genau wie die Lot, wie kann das sein? Die Mensch schickt, vorschlägt mir das dann seine eigene Tochter. Genau wie Lot. Was ist für Verrücktheit? Also es ist eine gute Tat, dem Gast verteidigen, mit einer verrückten Tat seine eigene Tochter schicken. Und noch, er verpflichtet über die fremde Frau. Also wieder, dass diese zwei Finito. Stufen. Gibt es einen Mann? Gibt es einen Mann? Gibt es einen Mann und gibt es eine Frau? Also der Mann, er ist ein Gast. Ja? Die Frau, was ist kein Gast ist, oder? Sie bekommt keine Verteidigung. Was denken Sie? Warum so? Warum solche zweitklassige oder drittklassige Verhalten sie bekommt, die Frau? Ganz einfach, sie ist Nebenfrau. Er sagt das direkt. Und seine Nebenfrau. Okay. Und wieder, das heißt, dieses Statut, es ist viel, viel Schaden. In jeder kritischen Situation, wie jetzt, es hilft nicht umgekehrt. Es beschädigt direkt und gleich und so fort. Aber die Männer wollten ihm kein Gehör geben und der Mann ergriff seine Nebenfrau. Es ist unklar, welcher Mann, muss man sagen. Auch auf Hebräisch. Oder der alte Mann oder die Herr, ja, von Nebenfrau. Das heißt, von dem Text, es ist egal. Es ist egal. Es ist, beide sind Verfolgung für die
wohl diese Frau. Okay? Und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße und sie erkannten sie, ja, diese Banditen, und misshalten sie die ganze Nacht bis zum Morgen und ließen sie ziehen mit dem Anspruch des Morgens. Die Weib kam heim zurück um den Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Haus des Mannes, wo selber ihr Herr war, und lag bis zum hellen Tag. Ihr Herr stand am Morgen, gar nichts ist passiert, auf und öffnete die Türen des Hauses und ging hinaus, um seines Weges zu ziehen, aber die Frau, seine Nebenfrau, lag am Eingang des Hauses und ihre Hände auf die Schwelle. Da sprach er zu ihr: Steh auf und lass sie uns ziehen, aber niemand antwortet, sie ist tot. Rasche schreibt diese zwei Worte. Sie steht auf nicht, weil sie ist tot. Wenn für jemanden ist es noch unklar. Da lud er sie auf, Esel, die Tote, ja, die Leiche. Und der Mann machte sich auf und ging nach seinem Ort. Also nicht nach Shiloh, nach Bethlehem Glili. Als er nach seinem Hause kam, nahm er den Messer und entgriff seine Nebenfrau und zerstückelte sie nach ihrem Knochen und auf in 12 Stück und schickte sich herum durch das Gebiet von Israel. Also zum jeden 12 Stämme Israel. Also das war kein Internet, noch kein Fernsehen. Und jeder, der er sah, sprach: Solches ist nicht geschehen und nicht gesehen worden seit dem Tages des Auszugs der Kinder Israel aus dem Land Ägypten bis auf diesen Tag. Richtet euer Herz darauf, Gebet, Rat und Rettung. Okay, das ist die Kapitel 19. Das ist genau, was Rabbiner Bernfeld schreibt auf Talmudea, vor Talmudea, eine graue Teil, ja, graue Geschichte im Geva Binyamin. Passen Sie auf, richtet euer Herz darauf. Muss man verstehen, dass der König, er ist auch höchste Richter, ja, das kennen wir uns von jedem monarchischen System, ja, er kann umkehren die Urteile, oder? Verschlechtern, verbessern, ja, er kann gnaden jemand vom Todesurteil, kennen, ja. Mhm. Das heißt, wieder die Kapitel beenden sich mit einer Idee, es ist kein König im Israel. Und deswegen als Konsequenz kein Richter, kein rechtliches System. Deswegen kann man verstehen, warum dieser Levit will nicht in fremde Stadt übernachten. Ja? Weil es ist keine Garantie, keine Sicherheit. Es scheint auch keine Sicherheit in jüdischen Städten. Es ist auch, gibt es nicht. Also wie gesagt, ich habe geredet letztes Mal, dass sehr, sehr wenig Juden kamen zum Kriege und verteidigen sich, nur die betroffenen Stämme, ja, 10, 16.000. Also das ist eine Außerproblem, sozusagen, Außersicherheit, jetzt ist eine innere Sicherheit. Ja. Das ist diese Geschichte, es ist eine katastrophale Geschichte. Okay. Da Kinder Israel zogen und es versammelte sich die Gemeinde wie ein Mann von Dan bis Beersheba. Dan ist es am Norden, heute ist es eine Grenze Israel-Lebanon. Dann die Stammdam. Die Stammdam wurde gezweifelt. Ein Teil im heutzutage Tel Aviv, deswegen Gush Dan, die große Tel Aviv heißt auch Gush Dan. Das war halb Dan. Die zweite halb am Norden, wo ist Kiryat Shmona, wo ist Lebanon. Beersheba ist es am Süden. Ja? Also, also von dann bis Beersheba, von ganzem Israel. In anderen Worten, auch das Land Elat vor dem Herrn in Mitzvah. Okay, also, und sie wollen was? Sie wollen bestrafen diese Verbrechen, richtig? Mhm. Okay. Also, er erzählt wieder die Geschichte. Ja. Dann antwortete der levitische Mann, der Mann der Mörder des Rabbis, und sprach: Neben Giva in Benjamin kam ich und meine Nebenfrau da zu übernachten. Bis jetzt ist es richtig. Es machten sie über mich hier die Bewohner von Giva und
umringten wegen meine des Haus Nags, mich gedachten sie zu töten. Das wissen wir nicht überhaupt. Und meine Nebenfrau bezweifelten sie, dass sie starb. Das ist die Ende der Geschichte. Also, ob er spricht richtig und Wahrheit. Teilweise ja, teilweise nein. Sie wollte ihn nicht töten, sie wollte ihn vergewaltigen. Richtig? Mhm. Und Fakt, er hat ganz ruhig geschlafen, diesen Mann. Also die erste Teil, er lügt. Ja? Nicht gedachten, sie zu töten. Ja? Meine Nebenfrau bezwangen sie, das Vergewaltigung, das ist richtig. Ja? Das ist da. Der zweite Teil ist völlig Wahrheit. Nun ergriff ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie vielleicht und schickte die Stücke herum durch die ganze Gefilde des Erbteils Israel, denn Unzucht und Schandtat hatten sie verübt in Israel. Also zwei Dinge, das zurecht gesagt. Unzucht und Schandtat. Also Unzucht und Mord, Vergewaltigung und Mord. Es sieht aus, dass sie hat, nachdem diese Gruppenvergewaltigung einfach sterben. Ja, so sieht es aus. Und ihr seid sämtlich da Kinder Israel, die Benjaminiter. Schaffe denn hier Bescheid und Rat. Also natürlich, er ruft zum Rache. Zum echten Gericht und zum Rache. Das ist klar. Okay. Okay, nun dann, die Israeliten wollen die Benjaminiten bestrafen. Die Stämme Israel, Satz 12, die Stämme Israel schickten Männer zu allen Stämmen. Und lassen sagen, was ist für eine böse Tat, die unter euch geschehen? Gebet nun, die hier die ruchlosen Männer ausgewahr, dann wie sie töten und austilgen die Böse aus Israel. Aber die Sonne Benjamin wollte nicht hören auf die Stimme ihrer Brüder, die Kinder Israel. Jetzt ist das ist ein kritischer Satz. Eine kritische Satz. Warum soll Israel verteidigen diese Verbrechen? Also die Söhne Benjamins, also diese, also der Mann sagt, Israel soll die Benjamin sind, aber die Söhne Benjamins, also die Bundeskinder, also die Damals. Es ist klar, dass sie sind von Benjamin. Aber warum? Es ist so klare Schande, ja, diese Geschichte. Warum Benjamin verteidigt eine eigene Verbrechung? Das ist die Frage. Das ist die kritische Frage. Mhm. Was sagen Sie? Okay, jetzt lernen wir zwei Mottos, zwei Aussagen, nicht von Tanach-Welt, sondern von wirtschaftspolitischer Welt. Und dann verstehen Sie genau den Punkt, warum Sie verteidigen die Verbrechen. Okay? Also die erste Geschichte, das kommt vom Diktator von Nicaragua, Antonio Somoza. Kennen Sie den Namen? Es waren zwei, sogar drei Somoza, die Vater und die Sohn. Wir reden über Somoza der Erste. Der war im Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt Zeit. Also wir reden über die 30er, 40er Jahre. Okay? Sie kennen nicht, weil die Nicaragua ist keine wichtige Stadt der Welt. Ja? Die Leute vermischen zwischen Antigua und Nicaragua und so weiter. Nee, Nicaragua weiß ich nur den Bananenkrieg. Okay, aber wir haben einen sehr, sehr wichtigen Satz,
die Franklin Delano Roosevelt, die berühmte FDP, sagte über diesen Diktator Somoza. Das war ein schrecklicher Diktator, ja. Also Kriminalität, Prostitution, Drogen, alles, was sie wollen, ja. Und wir reden über die 30er, 40er. Aber er war ein Antikommunist. Also er hat mit Amerikanern gegangen. Ja? Leider die deutsche Wikipedia, sie erwähnt nicht diese Geschichte. Denn die englische Seite, die russische Seite, sie erzählen. Und dann, Franklin Delano wurde gefragt, wie kannst du unterstützen diesen Mann? Diesen schrecklichen Mann. Also das ist zum Beispiel das Bild, das ist Somoza, das ist Perón von Argentinien. Ja? Zwei gute Leute, zynisch. Ja? Das ist Somoza. Okay? Und das heißt, das ist er. Okay? Ja, ein guter Mann, ein friedlicher Mann und noch besser, ja? Ja? Ein guter Mann, warum nicht? Also, die Roosevelt im 1939 sagte, es kann sein, er ist ein böser Mann, ein böser Sohn, aber er ist unseren Sohn. Ende des Zitat. Kennen Sie diese? Aber das ist eine klassische. Okay, ich stelle eine englische. Ja, auf Englisch natürlich steht diese Geschichte. Einen Moment. Also. Harry Truman. Moment. Also, es wurde eine Sekunde. Es gibt einen Absatz auf Englisch, den können Sie lesen. Oh, Our Son of Beach, genau. Mm-hmm. Also Roosevelt sagte, maybe Somoza is son of Beach, but he is our son of Beach. Verstehen Sie? Mhm. Das ist eine kritische. Das ist wirklich eine kritische Ding. Also, ich stelle das hier. Ah, okay. Also. So. Das ist der ultimative Our Son of Beach. Eine ultimative und unsterbliche Satz. Okay? Mhm. Also, und das ist genau, was die Sohne Benjamin sagen. Verstehen Sie? Mhm. Sagen, es kann sein, sie sind Verbrecher. Aber sie sind unseren Verbrecher. Mhm. Nur sie unsere Verbrechen. Jetzt kommt der zweite Satz. Zweite Mem sozusagen. Das, über diesen Satz gibt es einen Streit im Internet. Wo ist der Autor? Einige sagen, dass der Autor Benito Mussolini, ja, die Duce aus Italien, die anderen sagen, das ist Alfredo Stresner, Diktator von Paraguay, wo viele Nazis geflohen, ja? Dort. Also, der Satz sagt Folgendes. Für meine Freunde ist alles, für meine Feinde das Gesetz. Kennen Sie? Das ist ein wichtiger Satz. Und zum Schande auch Putin sagte das. Nicht so ein 10 Jahre von uns. Ja? Also für meine Freunde ist das, für meine Freunde ist Gesetz. Jetzt in die Klammern, wir haben über die Justizreform in Israel geredet, ja, wieder nicht zurückkehren, ich will nicht.
Aber das erfahren. Aber doch, das ist genau die Probleme, weil die alle angeklagten Personen gehören zum eine politische Lager. Und die zweite sind transparent und sauber wie Kristall. Verstehen Sie? Und das kann nicht sein. Das ist unlogisch. Das heißt, für meine Freunde alles und alles heißt Verteidigung von Gesetz. Ja? Für meine Feinde Gesetz. Deswegen viele Leute sind in Gerichtssaalen sitzen und sollen nachweisen, keine Korruption und so weiter. Ja? Das ist in Ordnung. Dass jeder Politiker soll mit rechnen mit solchen Konsequenzen, oder? Mhm. Ja? Aber es kann nicht sein, dass es nur eine Gruppe und die zweite Gruppe ist total frei von solchen Konsequenzen. Und das ist genau die Gründe für diese juristische Reform. Das sind kurz. Okay, aber wie das? Die Klammern sind beschlossen. Okay. Also, das heißt, die Binyanimiten, sie sagen genau diese Aussage. Ja? Diese Leute, sie sind maybe, vermutlich, böse Leute, aber sie sind unsere Leute. Und deswegen, wir verteidigen sie vom Gesetz. Ja? Mhm. Das ist der kritischste Punkt. Sie verstehen die Linie? Mhm. Und für meine Freunde alles, alles außer Gesetz und Gericht. Also da gibt es eine Regenschirme gegen juristische Intervention. Okay? Das genau, was sagen die Binyanimiten. Noch zum Verschärfen, die alle Israeliten, was sagen sie? Geben nun hier die ruchlosen Männer aus Gewahr, dass wir sie töten. Kein Gericht, keine Gerechtigkeit, kein Richter. Verstehen Sie? Mhm. Sie sagen direkt, diese Leute wurden zum Tod verurteilt, direkt, ohne Gericht. Wie kann das sein? Verstehen Sie, dass heute auch die Terroristen haben Rechtsanwalt und haben einen juristischen Prozess. Richtig oder nicht? Ja, die haben das und das ist auch richtig so. Sie sagen, jeder Mensch in der Welt, auch böse wie es er kann sein, die Terrorist, ja, die böseste Leute der Welt, muss man ein Gericht haben, eine echte und wahre Gericht und nicht eine Falsifikation, nicht eine manipulative Gericht, wie ist es in vielen Ländern passiert. Er soll seine Aussage ermöglichen, Aussagen und so weiter. Ja? Das kennen wir uns alle. Das ist natürlich eine Entwicklung von unserem 20. oder 21. Jahrhundert. Aber damals, die Leute sind direkt. Ja? Sie sagen, sie sind zum Tod verurteilt. Und das ist noch verstärkt, diese zwei Punkte von Benjamin. Verstehen Sie? Also die erste, sie sind unsere Verbrechen. Wie verteidigen sie? Die zweiten, von unseren Leuten. Gibt es eine andere Version? Nicht für meine Freunde, von unseren Leuten. Es ist, geht alles. Für die Feinde geht das Gesetz, ja? Oder Gericht. Ja? Sie sind unsere Leute und deswegen sie bekommen einen Schirm, einen Regenschirm gegen juristische Intervention. Okay? Und noch, wie retten Sie vom Tod? Das sind diese drei Punkte. Jetzt verstehen wir, ja? Mhm. Gut. Okay, und dann passiert ein Krieg, ja? Passiert ein Krieg. Wer gewinnt diesen Krieg? Israel. Nicht so direkt.
nicht so gleich. Also Satz 15, bei Pagub de Benjamin. Die Söhne Benjamin stellen sich zur Musterung am selbigen Tage aus, die Städte, 26.000 Mann. Es ist quasi verdoppelt vom normalen Krieg, wir sagen 10.000, 16, ja. Wieso so viel? Unsere Leute sind betroffen. Verstehen Sie? Unsere Leute werden zum Tod verurteilen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir möglichen das nicht. Auf keinen Fall. Also 26.000 direkt am selben Tag, ohne Internet, ohne gar nichts. Ja? Sie kommen zurück, kommen zusammen. Und noch unter all diesen Völkern, die Benjaminiten, schauen Sie, hören Sie gut, waren 700 auserlesende Männer. Was heißt? Invaliden. An der rechten Hand gelähmt. Auf Hebräisch steht Iter. Iter heute ist ein Invalid. Ohne eine Bein oder eine Teil, der Kopf. Also sie haben nach modernem Hebräisch teilweise keine rechte Hand. Nach dem Kommentar Rashi, sie hatten rechte Hand, aber es funktionierte nicht. Deswegen steht rechte Hand gelähmt. Ja? Also egal, es funktioniert nicht. Mindestens. Aber was? Was können sie tun am Schlachtfeld? Jeder von ihnen schleuderte mit dem Stein auf dem Haar und fällte nichts. Also sie hatten eine besondere Spezialität. Sie kriegen als Steinewerfer mit linker Hand. Großartig, oder? Mhm. Das heißt, was soll und nicht über diese Leute? Was will uns dieser übrige Satz, natürlich ist es ein übriger Satz, es niemals steht, wer mit welcher Hand kriegt, welche gesundliche Standheit hat diese oder andere Soldatenmänner? Warum jetzt die Heilige Schriften reden über 700 Leute, die trotzdem gewisse Invalidigkeit sie kriegen? Ja, sie sind eine besondere Militärheit. Was will uns dem Text sagen? Die Benjamiten sind ziemlich motiviert. Übermotiviert. Alle kommen zum Krieg, auch Invaliden. Auch die Invaliden kommen. Vielleicht nur die Frauen und die Eltern sitzen und Kinder sitzen zu Hause. Alle. Es ist ein allgemeiner Krieg. Unsere Leute sind betroffen. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Verstehen Sie? Deswegen, danach spricht auch über die Invaliden, die kommen zum Schlachtfeld. Okay. Gut. Und dann weiter. Also die Israeliten, die Männer Israel, stellen sich zur Musterung außer Benjamin 400.000 Mann. Wow. Oder? Das ist Wahnsinn, ja. Das sehen Sie jetzt, die Wut. Die große, also das sind wirklich alle Leute, ganz Israel hat zusammen. Wir sehen schon Spoiler, wir sehen solche Zahlen und Ziffern genau mit Könige. Das ist das erste und die letzte Mal, die ohne Könige. 400.000 Leute. Mhm. Wir verstehen uns, dass auch heute ist es genug Soldaten. Muss man nur verstehen, jetzt in dem Krieg in der Ukraine von russischer Seite ist es ein bisschen mehr von 200.000 Leute kriegen. Und von ukrainischer Seite kann sein 300.000, etwa so. Also niemand hat auf diese ganze Linie 1.500 Kilometer 400.000 Leute. Keine Seite. Verstehen Sie? Mhm. Und jetzt, über diese Geschichte, ohne König, ohne Mobilisationssysteme, ohne gar nichts, ohne Radio, Fernseher, Internet, SMS und WhatsApp, kommen 400.000 Leute. Das ist wirklich eine einmalige und unglaubliche Geschichte und große Wut. Okay? Also, und dann die Söhne Benjamin, Satz 21, zogen ihnen entgegen aus Geba und strecken zu Boden von Israel am selben Tag 22.000 Mann.
Der erste Tag, 1-0 für Benjamin. Dazu gehen hinauf die Kinder Israel und weinten von dem Herrn bis zum Abend. Und befragen dem Herrn also, soll ich wie uns, ja, soll ich vorfahren zu kämpfen gegen die Söhne Benjamins, meine Brüder? Und der Herr sprach, zieht wieder hin. Okay. Benjamin zog ihnen entgegen aus Gebam zweite Tage und streckte nochmals zu Boden unter den Kindern Israel 18.000 Mann. Alle solchen, die das Schwert führen können. 2-0. Wie kann das sein? Wir sagen nicht über die militärische Krieg, es kann passieren, alles. Die Gott sagt, ich schicke euch zum Krieg, bestrafen Benjaminiten und die Gott hilft Benjaminiten. Wie kann das sein? Verstehen Sie die Frage? Ja. Okay, Rashi kommentiert, dass die erste zwei Verluste, 0-2, sind nicht verbunden zu dieser Geschichte neben Frau und Gebar, sondern im Pesel Mecha. Das ist eine Götzendienst, die standen vor Kapitel 19. Das war eine Geschichte, die jemand, der heißt Micha, hat eine Skulptur, eine Götze geschafft und die alle Juden dort in diesem Umgebung haben zu ihm gebeugen und gedient. Das heißt, dass es die Gottes der Wut geht nicht auf diese Geschichte. Sie sollten früher genau so bestrafen, die diese Götze dienen. So ist nach der Tradition. Okay, so ist Rashi schreibt. Okay? Also, sie auch falsche gefragt, die Gott, aber es ist schon der zweite Punkt. Die Kinder Israel befragten dem Herrn, dort war nämlich die Bundeslade Gottes in jener Zeit. Wir haben gesagt, dass die Bundeslade im Schlo ist. Was macht er hier? Die Bundeslade mit Tafeln, mit 10 Geboten, die zweite Tafel, ja? Das ist die Bundeslade. Mhm. Was machen die Bundeslager da in diesem Krieg? Die Antwort? Die haben den mitgenommen. Genau. Warum? Um Beistand zu haben im Krieg? Um eine Gottes die Hilfe bekommen. Das sehen wir mit Kriegen von Israeliten mit Palästinensern. Ja? Sie haben die Bundeslade mehrmals genommen zum Krieg und einmal sogar diese Bundeslade wurde im Gefängnis beim Palästinenser. Mhm. Okay, das ist bekannt, oder? Mhm. Ja, das weiß ich. Okay, also vom Schiloh Bundeslade wurde mitgenommen zum Krieg, um die Gottes die Hilfe garantieren. Also 0-2, erste zwei Tage, keine Garantie. Okay, und nur zum dritten Tag. Da Kinder sie rückten gegen die Söhne Benjamin am dritten Tage aus und griffen Gebär an, also gekreuzt haben, wie die vorherigen Mal. Okay. Also jetzt nur am dritten Tage, es kommt ein endlicher Sieg. Ja? Okay, die Tanach erklärt genau, es war ein Kreuz, noch eine übrige Kräfte, es war ein Zeichnen, eine Brand, ja, und so weiter und so fort. Also das haben Sie alles gelesen. Also der Herr schlug Benjamin von dem Kind Israel, die machten von Benjamin auf jenem Tag 25.100 Mann nieder, als solche, dass das Schwert führen konnte. Also das, der Anfang des dritten Tages läuft genau wie die ersten zwei Tage. Benjamin quasi gewinnt, quasi. Die Söhne Benjamin sahen, dass sie geschlagen waren und die Männer Israel gaben Benjamin Raum zu fliehen, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie gegen Gebär gelegt. Okay. Aber dann, die Männer Israels hatten die Verabredung mit dem Hinterhalt. Das ist diese übrige Kraft. Eine starke Rauchwolke in der Stadt aufsteigen zu lassen. Ja, ist quasi die Gewahr brennt. Die Gewahr ist genommen, physisch. Okay? Also,
Und dann sie umziegelte Benjamin, die Israeliten, ja? Jagten ihn gegen Menucha, treiben ihn auf dem Weg der Geba gegenüber gegen Osten. Okay, und sie wandten sich, okay, das ist die ganze Geschichte. Es waren all die von Benjamin gefallen am jenem Tag, der dritte Tag Kriegs, 25.000. Ich erinnere, wie viel war das am Anfang? 25.000. Und jetzt 25.000. Nee, 26.000 waren es am Anfang. Oh, noch besser. Ja. Also knapp 1.000. Ja? Es war 26, 25, fast alle Leute sind vernichtet. Und dass sie das Schwert führen konnten. Diese Phrase Schwert führen konnten, das heißt die Kämpfer. Sie kennen das, die manche Leute im Militär, sie sind nicht Kämpfer. Ja? Sie helfen. Ja? Jemand bringt die Kleidung. Jemand verbindet die Waffen, ja? Und versorgt die Waffen. Jemand Logistik, ja? Bringt Benzin. Jemand repariert die Autos und so weiter und so. Verstehen Sie? Also nur in jedem amerikanischen, selbst Militär, egal, es ist rund 20% von dem Militär sind die echten Kämpfer. Okay? Alle anderen sind die Mithilfekräfte. Kennen Sie ja, diese Realität? Okay? Die Sanitären und so weiter. Ne? Okay. Also, und das steht nur nur 600 Benjaminiten hatten diesen dritten Tag Krieg überlebt. Richtig? Mhm. Es steht. Moment. Habe ich verpassen. Ja. Da. Und sie wandten sich und flohen in die Wüste nach Selarimon. Genau, das ist die Überlebende, ja. 600 Mal. 600. Also das ist die alles. Alles, was geblieben von Benjamin. Muss ich sagen, dass bis heute gibt es eine Tradition, die Benjamiten wurden die stärkste Stamm zwischen alle 12 Stämme Israels. Traditionell, wir sagen, okay, dass die Benjamin war mit Juda. Sie hatten allgemeine zusammen eine Grenze, irgendwo in Jerusalem, ja, also zwischen Nord und Süd. Also traditionell, wir sagen, die manchmal gibt es sehr, sehr große Juden, ja, so 2 Meter auf 2 Meter, auf jede Dimension, kennen Sie solche Leute? Ja, jede 3D, 2 Meter. Das traditionell sagen wir, die sind ursprünglich von Benjamin. Also heute, wir sagen, sie sind Juden, sie sind alles Juden von Judastamm, aber es kann sein, sehr, sehr wahrscheinlich, diese stärkesten Leute gehören ursprünglich zum Benjamin. Okay, und dann es kommt, dass die Geschichte, dass die fast ganze Stamm ist vernichtet, ja? Mhm. Und was zu tun? Und noch zum Verschlechtern der Situation, die Leute, die Sohn Israel, haben geschworen, um Gott, das heißt gegenüber Bundeslade, dass sie verheiratet mit Benjamin nicht. Kann man diese Verschworung nicht zurücknehmen. Ja? Es geht nicht zurück. Und dann sie suchen, wie war nicht in dem Krieg und befinden jemanden, einem Staat, das heißt Jewesh Gilad, heute in Transjordanien, in Jordanien. Ja? Und dann okay, ja, von Jewesh Gilead, ja, Satz, wir sind auch schon Richter 21, ja, von Jewesh Gilead, es ist heutzutage in Jordanien, kein Mann zum Krieg gekommen ist, das heißt, sie haben auch nicht geschworen, sie haben nicht versprochen zum Gott, wie die Männer nicht verheiratet, verstehen Sie die Konsequenz? Es ist schon egal, das haben sie nicht gekommen. Ja? Jetzt geht es um weiter Benjamin-Existenz. Ja? Um Frauen
zum Befinden, zu diesen Leuten. Und dann gibt es eine sehr jüdische Patent, so, nicht direkt, es haben geschworen, keine Frau zum Benjamin geben, weil wieder die ganze Stamm verteidigt die Verbrechen. Ja? Das heißt, es gibt eine moralische Probleme, grundsätzliche moralische Probleme mit ganzem Stamm. Ja? Nicht nur diese Stadt gewahrt, die ganze Stamm. Und dann, sie sagen, okay, die Frauen tanzen, tanzen wann? Jetzt am 15. Jahr, jüdisches Valentine's Day sozusagen, ja, Tag des Liebe von dem Judentum, gute 2.000, 3.000 Jahre vor diesem Valentine's, ja, okay, mhm. Und dann euch von dieser Stadt Jovesh Gilad waren nicht im Dekret, keine Versprechen zum Gott, und dann können sie theoretisch verhalten, jede mit einer, und dann nehmen sie für euch die Frauen. Ja, die Frauen tanzen und seht zu, wenn die Töchter Shiloh herauskommen, wird das die alte Hauptstadt Israels, vor Jerusalem. Und das war die gleiche Geschichte, die Frauen haben neben Jerusalem getanzt. Das ist ganz die gleiche Geschichte. Den Reigen zu tanzen, so kommen aus den Weinbergen hervor und greift euch jegliche sein Weib von den Töchtern Shiloh und geht in das Land Benjamin. Okay, das ist die Patent. Okay, es taten also die Söhne Benjamin und nahmen Frauen, also durch diesen Stamm wurde weiter existiert. Und dort gingen die Kinder Israel auseinander am selben Zeit, jedermann zu seinem Stamme und zu seinem Geschlechte. Sie zogen von da jeder in sein bei Besitztum. In jener Zeit, Ende, der letzte Satz, Kapitel 21, Satz 25, in jener Zeit war kein König in Israel, jegliche Tat, was in seinen Augen recht war. Also die Benjamin, zu Benjamin verteidigen die Verbrechen, ist es recht, dann wir verteidigen die Verbrechen. Also das ist im Kurz sehr, sehr radikalisch und sehr, sehr katastrophale Geschichte, warum braucht man eine Regierung? Ja? Eine zentralisierte Regierung. Und nicht jeder lebt unter seinen Trauben und seinen Feigen und alles ist ruhig. Es ist ruhig, wenn es ist ruhig. Und was passiert, wenn solche Verbrechen kommen auf? Mhm. Verstehen Sie? Also das ist wieder die logische, wieder, es ist eine Kritik auf die Söhne Israel, das sollten, schon Spoiler für nächste Unterricht, sie sollten einen König nominieren. So ist nach Torah, so ist nach jüdischer Tradition. Und das ist die jetzt logische Weise, warum muss man einen König oder eine Regierung, das haben wir schon gesehen. Ja? Und jetzt logische Weise, das nächste Buch, Buch Samuel, kommt zu dieser Nominierung, König Samuel. König Saul, oder? Mhm. Aber dass diese Geschichte, dass diese zwei Aussagen, muss man sehr, sehr ernst und scharf verstehen. Ja? Dass es kann sein, ein böser Mann, aber es ist unser Mann. Wir verteidigen ihn. Mhm. Und zu unseren Leuten, zu unserer Freude, es ist alles. Alles, auch Verteidigung von Justiz und Gerechtigkeit. Unsere Leute erlauben alles zu tun. Das natürlich kann nicht sein. Mhm. Das heute, wir sagen Gleichberechtigkeit. Ja? Aber auch für die Morden und die Terroristen, es geht ein Gerichtssaal, Rechtsanwalt, die Gesetze. Und auch wenn es prozedural etwa falsch getan ist, ja, dass sie werden da und dort freigelassen, sogar. Es ist passiert manchmal, es ist ärgerlich. Aber die Leute haben die Rechte. Ja? Auch die bösen Leute haben die Rechte. Ja? Das ist unsere heutzutage Lebensstil und Verständnis. Und auch diese solche Verbrechen, es sollte wurde gesagt, wir machen ein Gericht. Wir richten diese Leute.
nicht direkt um sagen, wir töten diese Leute. Verstehen Sie den kleinen, aber den großen Unterschied? So. Okay, heute war es ein bisschen lang, aber ich entschuldige mich über die Internetprobleme. Aber wieder, dass diese zwei Punkte, das ist nicht umsonst, dass auch Putin das gesagt hat. Für Freunde ist es alles gay, für die Feinde ist es Gesetz. Ja? Es ist nicht nur, dass die viele, viele Leute, sie gehen auf diese Schiene. Und das natürlich unakzeptabel. Mhm. Also, wir können viel, viel von dieser politisch-wissenschaftlichen Welt, ich habe das gelernt, ich habe nicht absolviert, aber egal, muss man viel, viel lernen. Das ist sehr, sehr nutzbar, sozusagen. Okay, dann, es ist alles für heute. Ich weiß nicht, ob nächsten Dienstag lernen wir oder nicht. Es kann sein, bin ich unterwegs. Ich melde mich. Ja, also wir gehen natürlich weiter. Ja, und jetzt mit ein bisschen positive Dinge, nicht nur diese Geschichte mit pelagisch Begewadi, neben Frau und weiß, eine katastrophale Geschichte. Wir sehen vielleicht die schlechte Geschichte, die ganze Tanach. Ja? Das ist die Geschichte. Okay, dann wir lernen die positive Dinge über die König, über die eine zentralisierte Struktur, was beobachten wir von dem Staat überhaupt. Ja? Was ist die Torah verpflichtet uns? Die Fragen? Es war absolut spannend. Mhm. Ich habe keine Fragen, aber ich kenne die Geschichte. Ich kannte sie schon vorher. Aber so plastisch ist mir das noch nie gekommen. Also es ist einfach. Glauben Sie mir, ich habe gekürzt. Ich hatte noch 2 Stunden, aber muss man abkürzen. Aber Sie haben sich heute viel Arbeit gemacht. In Yeshiva lernt man diese Geschichte mehrere von 2 Stunden. Glauben Sie mir. Gut. Ja, vielen Dank auch von mir. Man sieht schon diese ganze Vorbereitung, alle Homepages, die Sie vorbereitet haben. Ich habe gerade nicht angezeigt. Vielen Dank. Nächstes Mal. Und das Positive an der, also ein Positives an der Geschichte ist für mich, dass der Mann die Nebenfrau nicht liegen lässt. Er nimmt sie zu sich, auch wenn sie verstorben ist. Also er sagt nicht sozusagen, der Leichnam ist nichts mehr wert für mich, sondern er kümmert sich zumindest in einem gewissen Schritt um den Leichnam und um die verstorbene Nebenfrau. Ja. Es sieht aus, dass er mag und liebt diese Frau, trotzdem alles. Es sieht aus, das war ein reicher Mann, der wollte das Geld sparen, vielleicht gibt es im Hintergrund Hauptfrau, aber doch, er mag und liebt diese Frau. Er will zurück. Er will Frieden mit dieser Frau, trotzdem und trotzdem. Ja? Also, er ist ein problematischer Mann, jeder Sinn, keine Frage, er hat sie nicht verteidigt. Aber doch, okay, gibt es die Leute, die sind aus an. Ja. Aber es ist keine Möglichkeit, kein Fall, heute ist es total verboten. Ja. Jemand, der vorschlägt für euch solche, schicken Sie mir aus dem Treffen. Direkt, in meinen Namen. Gut. Vielen Dank. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall unterwegs sein. Also, falls Unterricht stattfinden sollte, ich wäre nicht da nächste Woche. Ich bezweifle. Es ist eine kleine Chance. Ich muss irgendwie, also es kann sein, vielleicht vorstellen wir schon jetzt, was treffen wir uns übernächste Woche. Gut. Okay. Gut. Dann danke schön, liebe Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Vielen Dank. Schönen Abend. Shalom. Shalom.